Kurz zur Verwirrung führt der Name des Tibet Terriers, denn hierbei handelt es sich nicht um eine Terrierrasse, sondern um einen Hirtenhund. Zumindest das Tibet im Namen lässt aber auf den Ursprung der Rasse schließen. Tibeter hatten, wie alle Hirtenvölker, zum Schutz ihrer Herden und ihres Eigentums sogenannte Hirtenhunde. Von der Größe dieser Hunde, 36 bis 41 cm, sollte man sich nicht täuschen lassen. Die Landschaft in Tibet ist recht karg. Kleine, aber robuste Hunde sind hier also deutlich besser für die Arbeit geeignet. Denn große Hunde benötigen auch entsprechend viel Futter. Der Tibet-Terrier entwickelte sich als Arbeitsgefährte der Bauern und Viehzüchter und sollte sich mit seinen Menschen in rauen Lebensbedingungen und unter extremen Klimabedingungen durchschlagen. Entsprechend robust, widerstandsfähig und anpassungsfähig ist die Rasse. Als bewegungsfreudiger und agiler Hund ist er weniger geeignet für inaktive Menschen. Ganz im Gegenteil, er eignet sich hervorragend für sportliche Aktivitäten, kann gut klettern und hat eine beeindruckende Sprungkraft. Seiner Geschichte entsprechend ist er sehr wachsam und durchaus bellfreudig, aber in der Regel kein unnötiger Kläffer. Er braucht engen Kontakt zu seinen Menschen und möchte am liebsten überall mit dabei sein. Im Training und im Alltag ist es wichtig, auf eine emotionale Stabilität zu achten und gute Fertigkeiten im Lesen von Ausdrucksverhalten zu entwickeln. Er ist sehr gelehrig, aber gehört auch zu den eher sensiblen Rassen. Die Fellpflege des Tibet Terriers ist durchaus anspruchsvoll und es sollte direkt von klein auf an daran geübt werden, diesen Prozess so entspannt wie möglich zu gestalten. Medical Training ist hier das Stichwort. Wenn du also einen kleinen bis mittelgroßen Hund für gemeinsame Abenteuer suchst, ist der Tibet Terrier vielleicht genau der richtige für dich.